So, ich habe gesagt, es gibt einen neuen Vlog. Wir starten also jetzt hier in Tel Aviv neu und fahren jetzt gleich nach da. Kurz frühstücken, einpacken, Schnelltest in die Nase und dann geht's einfach los. Und ja, ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Teilnehmer freuen sich wahnsinnig, denn die Stimmung ist eine ganz besondere. Ich sag mal so, wir haben wahrscheinlich noch sowas um die 20 Grad, 22 vielleicht. Aber wir haben eine wahnsinnige Stimmung aufgrund des massiven Monsunregen, das könnte man sagen. Und du hörst auch im Hintergrund das Gewitter noch. Das ist nach wie vor nicht aus den Bergen rausgezogen. Einfach der totale Irrsinn. Hier liefere ich dir ein paar Impressionen von der Passstraße nach Tusheti. Man muss dazu sagen, dass ein Großteil der Passstraße Richtung Pass von unten kommend aus der Ebene quasi erstmal sehr felsig ist und dann wird es sehr hügelig mit viel Schotter und steilen Abhängen. Angekommen in Omalo, dem Hauptort Tuschetiens, noch schnell ein paar Aufnahmen gemacht, dann wurde es auch schon Nacht. Und ja, wir haben eine erste Nacht in Tusheti verbracht, bevor es dann am Folgetag richtig losgehen sollte. Auch am zweiten Tag war es morgens noch recht bedeckt, aber das sollte sich dann doch recht bald ändern. Wie immer bei den Vlogs gibt es natürlich zwischendurch auch ein paar Fotos eingeblendet, die vor Ort entstanden sind, sodass du dir auch anhand der Bilder nochmal einen exakten Eindruck zu der Reise und dazu, wie es vor Ort ausgesehen hat, verschaffen kannst. Wir sind am zweiten Tag in Tusheti dann nach Shenako gelaufen. Das heißt, wir haben den Hauptort Omalo verlassen und sind Richtung Shenako gewandert. Wir hatten einen separaten Wanderführer dabei und auch, wie immer, einen Hund, der uns begleitete. Der separate Wanderführer war dafür verantwortlich, einfach uns sicher nach Shenako zu bringen und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass wir von keinen Hirtenhunden auf der Strecke behelligt wurden. Zwischendurch haben wir natürlich auch die eine oder andere Fotopause gemacht. Natürlich haben uns auf den jeweiligen Wegen auch die Autos begleitet, was dazu geführt hat, dass man jederzeit in einen der Wagen umsteigen konnte, wenn man einfach nicht mehr wollte oder nicht mehr in der Lage war, weiter zu wandern.
Von Shenako ging es weiter nach Diklo. Diklo besteht aus zwei Ortsteilen, könnte man sagen. Soll heißen aus Alt-Diklo und Neu-Diklo. Und dort sind wir dann zum alten Diklo gewandert, haben dort die Aussicht genossen und haben einen wunderbaren Blick in den hohen Kaukasus gehabt. Zwischendurch sind wir natürlich immer wieder auch ein Stückchen mit dem Auto gefahren und haben einfach die Orte gewechselt. Am Tag nach dem Besuch in Diklo ging es zum Beispiel weiter Richtung Datlo. Kurz zuvor haben wir noch schnell die Bäckerin in Omalo besucht. Eine sehr, sehr engagierte und nette Tuschen, die dort eine Bäckerei betreibt. An einem wunderbaren Aussichtspunkt haben wir dann mittags Picknick gemacht und auf einer Blumenwiese die Schmetterlinge, insbesondere im Olympus Pro Capture-Modus, fotografiert. Hier siehst du bereits den nächsten Morgen in Darklo, ein wunderbares Dorf, direkt an einem Bach gelegen, wunderbare alte Turmhäuser, die einfach sicherlich charakteristisch für Tusheti sind. Und in diesem kleinen Ort hatten wir die Nacht verbracht und sind dann am selben Tag noch in den Ortsteil 300 Höhenmeter höher gewandert. Von dort oben gab es eine wunderbare Aussicht auf die Umgebung und auch der alte Ortsteil, in dem nur wenige Häuser bewohnt sind, bot einfach jede Menge Fotomotive und Möglichkeiten. Und wir haben den Vormittag dort oben in Datlo sehr, sehr genossen, auch innerhalb dieser wunderbaren Natur. Ich denke, ihr bekommt hier einen sehr, sehr guten Einblick davon, wie es dort oben in Tusheti wirklich aussieht. Ist natürlich relativ wenig Massentourismus vorhanden, sondern sehr individueller Tourismus und insbesondere in diesem Pandemiejahr, was ja 2021 durchaus noch der Fall war, waren wir schon sehr allein unter uns und konnten uns so sehr gut innerhalb unserer Bubble bewegen und vor Infektionen schützen.
Die Tuschen sind ein Bergvolk. Ein Bergvolk, was mittlerweile den Winter im Tal verbringt und nur ganz, ganz wenige Teile der Bevölkerung bleiben oben in den Bergdörfern zurück. Aber ein Bergvolk, was trotzdem im Sommer seine Herden auf die saftigen Almwiesen in Tusheti bringt, soll heißen, Kühe, Schafe, Pferde in großer Menge befinden sich uneingezäunt überall und entsprechende Hirten begleiten sowohl die Herden als auch Hütehunde, die im Zweifel die Schafherden beisammen halten. Und all das ist für uns Mitteleuropäer sicherlich eher ungewohnt und so kann man auch mal auf eine komplette Kuhherde mitten auf der Straße treffen. Hier nochmal der Blick von oben, wie das so entlang des Baches durchaus aussehen kann. Links die Straße oberhalb des Flusses, rechts der Fluss und dazwischen jede Menge Rindviecher. An einem Abend haben wir auch selber Khinkali gemacht. Khinkali, eins der russischen Nationalgerichte. Kleine Teigtaschen, die auf besondere Art und Weise zusammengefaltet werden. Das war ja unfassbar heiß heute. Bärbel, wie läuft's bei dir? Gut. Wirklich? Ja. Zeig mal her, das Biest. Hättest du gar nicht gedacht, wie gut das ist, ne? Guck mal her. Guck mal, das kriegst du extra. Aha. In Roh aber natürlich, ne? Nee, du kriegst es gebraten. Und dann hast du die Überraschung da drin, ne? Ja. Erst damit. Das hast du reingetan. Und nicht Koriander? Und nicht Koriander. Koriander? Ja, doch, eine Hauptvoll Aubergine habe ich da reingetan. So, ist ja auch sehr schön. Mhm. Oh, die sind aber ein bisschen groß. Weiter ging die wilde Fahrt durch Tusheti. Wir haben natürlich noch jede Menge weiterer Bergdörfer besucht, jede Menge weiterer Städte, Orte aufgesucht. Wir haben beim Kühemelken zugeschaut. Eine durchschnittliche Tuschenkuh dort oben von der Almwiese gibt sowas 6 Liter Milch. Da kann ja jeder mal drüber nachdenken, warum das in Deutschland Milchproduktion heißt, wenn eine Kuh 35 Liter gibt und quasi als Hochleistungsmilchkuh gilt.
Nach gut einer Woche in Tusheti hieß es dann Abschied nehmen aus dieser wunderbaren Bergwelt. Die Passstraße, über die man nach Tusheti kommt, gilt als eine der gefährlichsten Passstraßen der Welt. Umso wichtiger, sichere, gute und erfahrene Fahrer an der eigenen Seite zu haben. Soll heißen, ich würde euch ganz, ganz dringend davon abraten, mit irgendeinem Mietwagen zu versuchen, dorthin zu fahren. Wir hatten Fahrer dabei, die diverse Male jedes Jahr dort mit vierradgetriebenen Toyota Dedicas hochfahren. Und entsprechend sicher fühlt man sich dann auch, wenn die Jungs einfach ja jede Ecke kennen, genau wissen, wo man ausweichen kann und wo nicht und das Fahrzeug sicher beherrschen. Hier vorne auch, wo es hier rauf scheint. Hier einfach noch ein paar Eindrücke von der Fahrt über den fast 3000 Meter hohen Pass. Ich denke, hier an dieser Stelle bekommt man einen ganz besonders guten Eindruck, warum es unfassbar sinnvoll ist, mit Menschen dort zu fahren, die wissen, was sie tun. Du siehst, der Fluss liegt doch viele Meter tiefer unterhalb der Straße. So nach und nach nähert man sich dann dem Pass. Die Straße schlängelt sich Kilometer über Kilometer den Berg hoch. Und ja, alleine der Ausblick ist spektakulär und sensationell und eine Erfahrung wert. Hat man dann den Pass überquert, geht es kilometerweit bergab, runter ins Tal, quasi dorthin, wo auch die Tuschen ihr Winterquartier haben. Ja, einfach durchaus beeindruckend, wie es dann auch weitergeht. Und ich lasse dich jetzt noch mit ein paar Bildern und Impressionen hier allein. Kannst du mir erklären, warum der mit seinem Audi A3 oder keine Ahnung, was das genau ist, da runterfahren muss? Thank you.
So, ein letztes Mal mit dem Tiger fahren und der besten Reiseleiterin von Welt. Schau mal hier. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber hier fahren heute keine Autos. Guck mal hier. Mag an der Uhrzeit von 4 Uhr liegen. Der Rückflug mit der deutschen Lufthansa ging über München und nach einem wunderbaren Nachtflug kamen wir morgens in München an, um dann weiter zu reisen nach Hamburg in meinem Fall. Es war eine wunderbare Zeit in Tiflis, in Çaltubo, in Georgien und im schwerpunktmäßig eben in Tusheti. Wir kommen auf alle Fälle wieder in 2022, wenn dich das Ganze interessiert, wenn du Bock auf diese Reise hast. Wenn du dabei sein möchtest, schau auf unserer Webseite ff-fotoschule.de vorbei.